Ein herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal. Mein Name ist Goldovator. Ich zeige euch heute mal eine schöne PUBG-Runde. Die hat sehr viel Spaß gemacht, schönes strategisches Vorgehen. Das Coole an der ganzen Sache ist, ich konnte schon vorhersehen, wie das Match zu Ende geht. Oder ich habe erklärt, warum ich das so gemacht habe und nicht so. Zum Schluss kam dann ein gutes Ergebnis bei raus. Und das wollte ich gerne mit euch teilen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Lasst ein Abo da, kommentiert und schaut auch gerne mal bei Twitch vorbei. Dauert. Ja. Bis man da mal vielleicht einen Gegner findet. Aber an sich eigentlich eine coole Runde. Ich habe immer meinen typischen Spawnplatz, wo ich meistens immer lande. Dann gehe ich die Gegend hier einmal durch. Und dann laufe ich da, wo die Zone mir sagt, wo ich hinlaufen muss. Oh. Na komm, noch ein bisschen. Ich lande mal, glaube ich, in der Halle hier vorne. Jo. Oh. Schon mal Piste. Für den Ernstfall, ne? Holo, nice. SKS. Ist auch schon mal gut. Packen wir erstmal so lange einen Rotpunkt drauf. Na. Gerade voll gehakt. Noch ein vernünftiges Scope. Laufen wir darüber. Also hier rechts war auf jeden Fall schon irgendwo wer, glaube ich. Also hat sich auf jeden Fall danach angehört. Das Problem ist, ich habe nur 30 Schuss. Aber hier war close einer. Bin mir ziemlich sicher. Ja, von den Schüssen her. Gehen wir doch mal hier hoch. Ja, hier, da. Hey. Grüß dich. Schön, dass du vorbeischaust. Hundert pro war hier einer. 100 pro. Der hat schon einen gekillt gehabt, auf jeden Fall. Ja, hier ist die Kiste, sag ich doch. Hab ich doch gesagt. Der muss ja noch irgendwo sein. Oh. Ja. Genau, Platz 1. Ich glaube, das wird nichts. Das ist meine allererste Runde PUBG. Die verhaue ich grundsätzlich. Ich möchte hier nicht weiter rumlaufen. Ich mache mir zu viele Sorgen. Oh ja, und auch eine schöne rote Zone, ey. Vor allem, weil ich auch nicht weiß, wo er ist, ne? Wenn ich wüsste, wo der ist, dann wäre das ja halb so schlimm. Aber wenn du in PUBG nicht weißt, wo dein Gegner ist, dann hast du verloren. Ich hoffe, der fängt an, mal zu schießen oder so, wenn er mich sieht. Nicht, dass er irgendwo rumlungert. Wenn er schießt, dann weiß ich wenigstens, wo er ist. Wenn er nicht allzu guten Aim hat, dann ist es gut. Oh, oh. Eine rote Zone, ey. Ich hasse die. Hab ich dort nachgeladen? Ja, gut. Ich hoffe, hier finde ich meinen Scope, was ich suche. Erweitertes Magazin wäre auch nicht schlecht für beide Waffen. Die Pistole kann ich eigentlich wegschmeißen. Die brauche ich nicht mehr. Ah, hier, eine Weste. Zwar nur eine Einser, aber okay. Schrot. Schnelllade. Ah, hier ist mein Viererscope, was ich gesucht habe. Puh, schon mal das. Ja, Anfangszeit ist eigentlich nur looten. Looten, 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 looten. Bis man dann irgendwann zufrieden ist. Und dann lootet man weiter, weil man immer noch nicht zufrieden ist. Obwohl man eigentlich dachte, dass man zufrieden ist. Und dann irgendwann kommt es zum Showdown. Hier, warte, das Magazin. Was ist denn jetzt los? Hat er voll gehakt. Ah, noch ein erweitert? Ne, schnell. Schade. Mir fehlt grüne Muni. Mündungsfeuerdämpfer, packen wir mal drauf.
Also 5er Munition fehlt mir. Oh, oder nehmen wir ein 8er Scope? Nee, 8er bin ich nicht so der Fan von. Die Granate, die ist gut. Oh, okay, hier war noch keiner. Schöne Dreierweste. Da liegt noch ein Dreierrucksack, den brauche ich aber nicht mehr. Ah, viele Granaten hier, ey. Ich habe jetzt schon 3 Granaten. Ah, ich habe schon so viele Häuser jetzt also abgeklappert. Keine 5er Muni gefunden, ey. Auto. Vielleicht hält er hier an. Mach mal zu hier. Wenn er hier anhält, vielleicht ist das der Typ, der meine ganze 5er Muni hat. Aber wenigstens erwartetes Magazin. Ansonsten so von Ausrüstung her bin ich zufrieden. Dreier Weste, zweier Helm, dreier Rucksack. Drei Helm kriegt man ja nur noch mit Airdrop. Von daher habe ich den von der Verteidigung, von der Rüstung her noch mehr Granaten. Den besten Loot so gesagt, den man so finden kann. Das ist gut. Noch mehr grüne Muni. Okay. Jetzt war insgesamt noch 2 Magazine, die ich dann wechseln kann. Muss einfach nur hoffen, dass mein Gegner, der dann in dem Moment vor mir steht, grüne Muni hat. Ich glaube, wir sind mal hier rüber zum Lagerheim. Hier steht das Auto. Hier steht das Auto. Alles klar. Aufpassen, dass ich von hinten nicht erschossen werde. Der wird hier irgendwo rumlungern. Eigentlich könnte ich jetzt warten hier, bis er zurück zum Auto geht. Wenn er zurück zum Auto geht. Und dann könnte ich mir den holen. Warte mal. Irgendwo kam doch jetzt ein Schuss her. Smoke habe ich als Ablenkung geworfen. Ah, da. Sehr gut. Das hat schon mal funktioniert. Der hat sich nämlich nicht auf mich konzentriert, sondern auf die Smoke. Ablenkungsmanöver mit Smoke, ey. Das ist 1A. Ah. Zu der Leiche will ich jetzt noch nicht hingehen, bis ich nicht weiß, wo der Typ hin ist. Mit dem Auto da oben. Oder ich laufe schnell zur Leiche rüber. Ich meine, der hatte da ja auch Deckung. Dann laufen wir. Kompensator. Brauche ich nicht. Der hat hier meine grüne Muni, die ich gesucht habe. Da ohne. Der hat die gleiche Ausrüstung wie ich. Da. Sehr gut, das hat auch funktioniert. Optimal. Sehr schöner Kill. Eigenlob. Hat alles, was ich brauche. Eigentlich so an sich schon mal 2 schöne Kills. Einmal Ablenkungsmanöver-Kill. Zweiter war Granaten-Kill. Wichtig ist eigentlich in dem Spiel nur, dass man zuerst den Gegner sieht. Das ist A und O. Normalerweise, wenn du das schon hast, also wenn du als allererstes den Gegner siehst, dann ist das eigentlich dein Kill, außer er ist halt irgendwie ein Ultra-Gamer, ne? Dann kannst du auch noch mal die Arschkarte ziehen, wenn er ein mega gutes Aim hat. Aber eigentlich musst du immer denken, also eigentlich die Strategie ist, du musst immer mit dem Gedanken reingehen, du bist besser als dein Gegner, ne? Und dann klappt das eigentlich. Das Ding ist, ich bin jetzt ziemlich Open Field, ne? Das ist ja ziemlich kacke. Weil ich kann schnell gespottet werden. Und ne, gerade eben noch gesagt, wenn man zuerst den Gegner sieht, hat man schon mal, so gesagt, Heimvorteil.
Gucken, was die Zone sagt. Wenn die zu weit weg ist, dann kann ich das Auto nehmen. Der ist gleich da vorne. Okay. Wenn hier noch einer ist, dann ist er gleich hinter mir und dann habe ich die Arschkarte. Da hinten ist einer. Okay. Er weiß, wo ich bin. Er hat aber viele Hits bekommen. Das Ding ist, andere wissen jetzt auch, wo ich bin. Ah, da hängt der oben noch. Ah, der ist schlau, der Typ, der piekt. Aber nicht schlau genug. Nicht schlau genug. Das Problem ist, alle wussten jetzt, wo ich bin. Wir werden wahrscheinlich ein Auge darauf werfen, wo die Schüsse herkamen. Also schnell Positionwechsel. Und ab zur Leiche. Ist halt nur mega mies, wenn man sich beim Looten so konzentriert aufs Looten. Es werden viele vielleicht auch mit der Zone noch laufen. Also direkt mit der Zone. Dann haben wir so eine kleine A-Karte. Laufen nochmal ein Stück weiter. Das Ding ist, es sind überall diese Hügel, ne? Hier kann überall hinter jedem Hügel einer liegen. Da hinten läuft schon einer. Den werde ich aber nicht kriegen. Deswegen, bevor ich meine Position verrate, da unten ist auch noch einer. Ich verrate meine Position. Ich warte mal, gucken, ob jemand auf den schießt. Bei dem im Auge behalten. Den da oben auch. Genau den da. Der fährt einmal durch Picardo. Der da oben. Wo ist der jetzt hin? Der hängt da. Okay. Achtfach Scope wäre besser jetzt. Ich muss auch langsam in die Zone. Auf die Seite zwar nicht geachtet. Also ich weiß. Oh. Das ist der eine mit dem Auto, der ist irgendwo da vorne. Lang. Oh. Jetzt werde ich schon beschossen. Von da hinten. Ah, okay. Alles klar. Das Ding ist, er muss noch in die Zone laufen. Ich erschrecke mich immer so, wenn die Schüsse kommen. Und ich bin in der Zone drinne. So, ich bin hier gerade noch safe. Okay, die nächste Zone ist nicht allzu weit, das ist gut. Jetzt heißt es ein bisschen spotten. Gucken, wo die Gegner sind. 12 andere sind noch am Leben. Ich höre Schüsse. Ich kann sie nur nicht lokalisieren. Airdrops, ey. 2 Stück vor uns. Da fährt das Auto. Das ist schon so ein Autofahrer, der fährt immer ganz im Kreis. Ding ist hier links in diesem Hotelbereich. Also hier im Motel. Ich kann hier noch einer hocken. Ist noch zu groß, ey. Hier alles. Ich möchte nicht so Zonendruck haben, aber das wird jetzt natürlich mein Verhängnis, glaube ich. Viele schießen hier mit einer K. Und der rechts vom Berg, der muss hier auch noch irgendwo sein. Der kann nämlich nicht allzu weit gekommen sein. Scheiße hier. Ist richtig scheiße hier.
Ich bin noch nicht in der Zone, ich laufe das kleine Stück dann. Wohnwagen. Will einfach nur gerade ein bisschen spotten. Es können auch einiges hinter mir rauskommen von irgendwo. Hier ist close einer bei mir. Die nächste Zone ist ein bisschen scheiße. Ich habe eine scheiß Pose hier. Eigentlich, also ich werde jetzt gleich sterben. Ziemlich sicher. Okay. Der ist auch schon mal safe. Ich wollte das eigentlich ganz hier umkreisen. Da hinten lief noch einer. Die Zone kommt aber schon. Der ist im Haus, hat er sich verpieselt. Das glaube ich ist ein RIP hier. Wieso treffe ich den nicht? Das Glück liegt zwar im Kleinen, aber denken darf man groß. Wenn wir den Tag versäumen, dann fällt alles in den Schoß. Warum nur immer diese Frage, ob es anders besser wäre? Stehen vor unserem kleinen Teich und Träume werden am Meer. Jo, okay, sehr gut. Der ist mit der Granate down. So, wo sind die anderen? Soll ich dir mal was verraten? Das mit dem Glück, das komm, eins gegen eins. So was wie Glück kann man nicht haben. Eins gegen eins. Nicht erarbeiten, nicht erarbeiten. Sehr gut. Ihr habt einen Chicken Dinner geholt. Ah, Solo Chicken. Strategisches Vorgehen. War eine sehr schöne Runde. Sehr, sehr schöne Runde. Sehr, sehr schöne Runde. Das kommt auf YouTube. 6 Kills ist zwar jetzt nicht atemberaubend, aber dafür, dass man jetzt wirklich strategisch vorgegangen ist, mit Erklärung, was man macht, also was man demnächst macht, was man gemacht hat, warum man es gemacht hat, wieso man das so und so macht, dafür war das eine sehr, sehr gute Runde. Ich habe den letzten gar nicht mehr gesehen, ich habe einfach nur spekuliert, wo der lang läuft, habe einfach in die Richtung geschossen. Das muss auf YouTube hoch. Ich will noch was zum Schneiden auf jeden Fall. Sehr, sehr schöne Runde. Sehr, sehr schöne Runde. Was sagt ihr dazu? Oh, Mann, Mann, Mann. Schön, 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 schön. Schön, schön, schön.